Herzlich willkommen hier zurück bei einer neuen Aufnahmesession von Opazog Simutrant. Ja. Um es erstmal gleich von vornherein hinwegzunehmen. Ich habe die Comics durchgepoolt. Habe hin und her getestet. Man kann die Comics ändern, richtig. Aber dann geht das Stadtwachstum komplett flöten. Egal in welche Richtung ich es stelle, im nächsten Monat geht es dann überall auf 5, 6, 700% hoch. Also wir müssen mit dem jetzt leben, was wir hier haben. Schauen wir mal. Wird jetzt natürlich verdammt schwierig. So, Finanzen. Ausgabenbau 416.000. Wir kommen der ganzen Sache wieder näher. Wir haben diesen Monat auch schon wieder viel ausgegeben. Wir waren in Mannheim, ne? Genau, Mannheim hatten wir noch nicht fertig gemacht. So, gut. Ich glaube, ich hatte in der letzten Folge gesagt, dass ich jetzt dann erst den Hauptbahnhof Günzburg oder sowas bauen wollte. Verzichten wir jetzt erstmal ganz kurz drauf. Wir machen doch erstmal den. Wir nehmen den jetzt mal in Betrieb hier. So, Uppsala, Mannheim. Geht's hier nach Weinstadt. Und, oha. Und nach Laucha. Das ist natürlich eine kleine Ecke, das ist nach da hinten hin. Gudi, dann haben wir dementsprechend. Warte mal, Neuruppin war auch, ne? Nein. So, Laucha, 1, 2, 3, 4, 5. 5 Linien. So, 5 haben wir. 1, 2. Na komm, wir müssen mal hier zumachen. 3, 4, 5. Und alles geht von Mannheim los. Auf geht's. Mannheim, Mannheim, Mannheim. 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 So. Einmal nach Boitzenburg. Einmal Neuruppin. Einmal direkt nach. Ne, nach Mannheim. Wilden war jetzt gerade hier mittelalterliche Kirche. Läuft unten noch durch. Könnt ihr euch angucken. So. Und natürlich hier nach Laucha. Eine Riesenstrecke. So, 1, 2, 3, 4, 5 neue Linien. Benennen wir gleich demnächst. Da fällt mir nämlich gerade noch vorher was anderes ein. Markt Oberdorf. War das Markt Oberdorf? Irgendwo fehlt ein Ausfahrsignal, wurde mir gesagt. Also Markt Oberdorf hat ein Ausfahrsignal. Wer auch immer das geschrieben hatte. Aber hier könnte noch eins sein. Da haben wir ein Ausfahrsignal. Oder wurde gemeint, da, nee, da, am Bahnhof ist auch. Auswahlsignal. Auswahlsignal. Torgelow, oder war es Wenningerode? Ich meine, es wurde geschrieben, Markt Oberdorf. Auswahlsignal, Auswahlsignal. Ne, da haben wir sie auch alle. Auch ein Auswahlsignal. Ah, hier fehlen sie auf jeden Fall noch.
In Mannheim haben sie gefehlt. Aber ich weiß nicht, derjenige, der es geschrieben hatte, bitte nochmal in die Kommentare werfen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, weil es sind, ich muss ganz ehrlich sagen, es sind im Moment so viele Kommentare. Ich komme zwar mit dem Lesen noch hinterher und mit dem Antworten auch noch, aber es ist halt schwierig, das mal alles sich zu merken, wenn man es sich nicht aufschreibt. So, wir haben dementsprechend. Eins, zwei, drei, fünf neue Linien. Wir machen mal kurz Pause. Wir verkaufen das alles nochmal. Du 46 starten, du 46 starten. Du 47 starten, du 47 starten. Du 48 starten, du 48 starten. Du auf die 49 starten, du auch auf die 49 starten und du gehst bitte auf die 50 starten und du Postauto 1 auch auf die 50 starten. Dankeschön und viel Spaß euch. Torgolo wächst. Ich habe Mist erzählt. Die Industrien spawnen nicht bei 2000, wie ich es gesagt habe, sondern bei, ich habe in Config das gesehen, wo ich die durchgeputzt habe, bei 3242 oder sowas. Das dauert nur noch einen kleinen Augenblick länger. Das verschafft uns auf jeden Fall Zeit. Ach so. Mannheim. Brauchen auch noch eine neue Linie. Und zwar läuft Mannheim. Ach so, ja. Auch über Torgelow. So, das heißt Mannheim Torgelow. Torgelow Mannheim. Du da auch. Ja, jetzt wird es schon langsam kompliziert hier. Wo war das Zentraldepot? Ich glaube, ich hätte in jedem Bahnhof ein Depot. Nehmen wir das hier. Dum, dum, dum. 1, 2, 3, 4, 5. Loks. Diese hier. 1, 2, 3, 4, 5. Da starten, Loks, diese hier. 1, 2, 3, 4, 5. Torgelow Mannheim starten. Dann haben wir Torgelow Mannheim. Linie ändern auf 50% Beladung, bitte. Danke. Genau, weil die waren auch 50%, jawohl. Und 50%. Dankeschön und auf geht's für euch beiden. Viel, viel zu tun. Ach so. Ich wollte schon gerade sagen, 700.000. So, komm, du gehst mal bitte rüber. Ich brauche die Listenverwaltung, verstecken wir mal darunter.
Ich vermute mal, ja, das habe ich mir fast gedacht. Zu viel gekauft. So, Herrenberg baut eine mittelalterliche Kirche, Benediktinerrode baut eine norddeutsche Dorfkirche. So, dann haben wir hier oben das Problem. Massenhaft Post über Wernigerode, massenhaft Post über Oranienburg. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wie war das Umschaltuhr? Ne, das war's nicht. Ich wollte nur eine Ebene tiefer. War ich schon. Eine Ebene höher. Weil das hier vorne muss ich ganz ehrlich sagen, wird mir jetzt so langsam zu bunt hier. Weil Torgelow ist jetzt doch schon sehr ausgelastet, deswegen bauen wir den jetzt hier auf maximal aus. So, dann haben wir hier alle Gleise zur Verfügung. Und dementsprechend passen jetzt hier auch 8640 Leute rein. Als nächstes wird Torgelow müsste auch nochmal umgebaut werden. Das war ich jetzt hier die Linien auf, das war hier auf die auf vier Linien oder sowas umbauen. So, du fährst dann runter. Wernigerode ist nämlich auch noch relativ. Wernigerode. Hier ist es auch ganz schön Betrieb. Wir erweitern mal hier nochmal um ein paar Stellplätze für unsere Busse, damit die hier schnell abgefertigt werden. Genau, das ist sinnvoll. Wernigerode, Torgelow. Da fahren ein Post, drei normale Züge drauf. Da müsste wahrscheinlich bald nochmal einer drauf. Aber ich glaube, es kommen auch bald neue. So, Mannheim fängt jetzt hier an zu laufen. Da ist der Postwagen. Gut, dann machen wir weiter. Und zwar hatte ich jetzt gesagt, hier Hauptbahnhof Günzburg. Der kommt hier mitten in die Mitte rein. Hier in die Mitte. Anschluss an die Hauptstrecke würde ich sagen. Da
Dafür brauchen wir mal nicht Verkehr, nicht wartend, sondern die Gleistrassen. Die laufen hier entlang. Könnten wir auch hier oben anschließen, aber das wird mir zu viel. Der geht auf die Hauptstrecke hier. Könnte man natürlich auch über Torgelow laufen lassen. Oder wir setzen den. Ne, wir fahren den hier runter. Nein, von Oranienburg aus. Holen wir uns den direkt. Wo holen wir uns den raus? Direkt hier auf der Kreuzung? Ja, wir gehen ein Stückchen höher. Wir gehen hier ran. Da gehen wir ran. So, das heißt, wir haben dort einen. Wir haben dort einen. Der fährt dort hoch. Der fährt dort hoch. Du kommst von dort und du fährst dort rein. So, müssen wir rausziehen bis Betzdorf in etwa. Nein, stopp, 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 das war falsch. Also hier ist mal rausgezogen bis Betzdorf. Ich weiß nicht, ob das in etwa da ist. Oh ne, es ist weiter. Nein, nein. Betzdorf, Betzdorf, Betzdorf. Da kommt Betzdorf. Heißt von dort. Ist dort. Aufpassen. 300.000 etwa. Wir müssen jetzt aufpassen, so ein bisschen aufs Geld. So, Geldern ist hier. Dann ziehen wir die Strecke hier hinter hoch. Durch den Wald müssen wir noch. Sind wir sogar hier sogar ein Stückchen zu weit. Gut, das heißt, der muss weg. Der muss weg. Und dann geht es hier 285, die machen wir noch. Und dann müssten wir erstmal eine kleine Pause machen mit Bauen. 341.000. Ziehen wir noch ein Stückchen weiter hoch, ne? Aber das erst im nächsten Monat, beziehungsweise in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hat mich gefreut, dass ihr mit dabei wart.
Und würde mich auch dermaßen freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Ich war der Opa und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.